Ja Leute, Anime-Duelle geht in die nächste Runde und erstmal gucken wir uns an, wie es überhaupt steht. Und aktuell steht es 3 für den guten CK Phoenix und 4 für mich. Ja, er holt langsam auf, mal gucken, ob wir das Ganze hier wegholen können. Aber ich muss sagen, heute wird es spannend, denn wir haben hier Alexis auf meiner Seite und Manga Jaden auf der anderen Seite. Und ja Leute, Jaden hat so viele Karten, dass wir Manga und Anime getrennt haben, also zwei Decks, zwei Charaktere quasi. Obwohl es natürlich der gleiche Charakter ist, aber er hat ziemlich gute Karten, auch eben in der Manga-Version. Ich habe ihn hier bereits gespielt, aber Alexis ist auch sehr solide und man muss zugeben, dass Jaden natürlich einiges an Karten braucht, um erstmal spielen zu können. Wenn er erstmal spielt, dann ist er komplett in Eskalationsmodus, aber wie er eskalieren kommt, da schauen wir uns gleich im Deck an. Wie immer, das Ganze ist ein Best of 3, bedeutet also, wer das Ganze gewonnen hat, könnt ihr nur erfahren, wenn ihr rüber zu CK Phoenix geht und wir gehen jetzt rüber zum Deck. Und da sind wir auch schon in Alexis Deck und da haben wir einige Sachen, denn viele wissen natürlich, dass sie unter anderem Cyber Angels gespielt hat, aber sie hat auch noch andere Karten gespielt und zwar diese, ja, ich weiß auch nicht, Läuferin oder ähnliches. Wir haben einmal Elfenzwillinge, natürlich guter Beatstick, dann haben wir Klingenläuferin, die wir brauchen für die Fusion, von daher natürlich der drin. Dann haben wir hier super gut Kristallmädchen natürlich, wie gesagt, ne, mit so Eis und ähnliches hat sie halt sehr viel gespielt, vor allem später dann natürlich. Dann Cyber Tutu, dann haben wir hier Wiederkampfochse, wie gesagt, Manga und Anime haben wir hier zusammengetan. Dann haben wir Itul Cyber, brauchen wir ebenfalls natürlich für unsere Fusion. Dann haben wir Turner, ich meine, wir haben kaum Monster, also rein da. Da haben wir Kalle Zauberin, super gute Karte natürlich. Dann haben wir ein Tributmonster, was auch nicht schlecht ist. Dann haben wir Cyber Prima, Tributmonster, was okay ist, sag ich mal. Dann haben wir die großen Tributmonster, die alle sehr stark sind, wenn sie auf dem Feld sind. Aber wir müssen sie halt irgendwie aufs Feld bekommen. Das ist die große Problematik. Aber sie sind sehr gut, dass sie entdeckt sind, denn sie sind hochstufig. Wir brauchen sie für unseren Cyber Angel. Natürlich für Benden brauchen wir natürlich schon 6. Genauso für Indaten. Aber natürlich hier, der Kini natürlich 8. Da brauchen wir schon ein bisschen. Dementsprechend dann hier nochmal 3 Ritual. Dann Polymerisation. Wir müssen ja irgendwie Cyberklingen rufen können. Dann haben wir natürlich Wiedergeburt, Topf, Heimkerne, Krieger, Opferlamm, auch gut natürlich eben, um Tributbeschleunigung zu machen. Dann Fusionsrückerstattung. Ja, Leute, ist nicht beste Karte, ist nicht im Deck, aber was muss, das muss. Vertragserfüllung, auch eher so mäßig, sage ich mal. Aber wir haben Weißer Schleier, gute Karte. Und natürlich, ja, unser Heiligtum, beste Karte überhaupt. Dann haben wir Sündenbock zum Blocken, MST, Diffusion, mystische Landesbarriere. Dann haben wir hier der eingefrorene Gott. Coole Karte, Artwork gefällt mir sehr, sehr gut, aber muss natürlich erstmal erfüllen, die Bedingung. Dann Eisbär, super gute Karte. Ebenfalls Dunkle Passe, ebenfalls sehr gute Karte. Feierliches Urteil gut. Dann natürlich Typ Schild, sehr speziell, aber sehr Anime-like und Ruf der Gejagten. Insgesamt ein Deck, was man nicht unterschätzen darf, weil wie gesagt, gerade die Cyber Angels sind natürlich nicht schlecht. Und wenn wir ein großes Tributmonster rauskriegen, dann sehr gut, weil die haben natürlich auch sehr gute Effekte. Aber ob wir das Ganze schaffen werden, werden wir jetzt im Duell sehen. Ja! Was ist das denn? Was ist das? Vor allem so voll der krasse Boss, so Rookie 2 und dann so Sündenbock ist einfach so ja, voll High Ladder. Und du immer so Flammflügel, Mann, ey, so ein kleines Ding. Guck mal, willkommen in der Eiszeit. Ja, willkommen unterm Wolkenkratzer. Ja, das ist natürlich Genius Spielfeld, also muss man halt so sagen an dieser Stelle. Aber ich dachte, mit den Eiskarten, die Alexis spielt, ist schon cool. Ja, auf jeden Fall. So. So, ich mach mal den ersten Zug hier. Ja. Hau rein. Ich rufe Elemental Sparkman. Ja. Ich spiele zwei Karten verdeckt. Ich fühle mich ein bisschen wie Anime Jaden. Echt? Also ich fühle mich gerade wie Brick City. ja, cool. Das hilft mir gar nicht. Aber wenn man nicht weiter weiß, dann hilft ein Topf. Ah. Ja. Na toll. Brick City geht weiter. Digga, wer hat das hier Deck gebaut? Sad. Sad. Ey, so traurig, ne? So traurig einfach. Es ist einfach so traurig. Das glaub ich dir gerne. Toll, Alter. Das wird einer dieser spannenden Duelle. Ja, das wird sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, ich rufe Elementarheld Burst Cinetrix. LOL. Und ich greife an mit Burst Cinetrix.
Er ist so lächerlich einfach. Geht einfach durch. Oh mein Gott, er kann einfach nichts machen. Vielleicht drücke ich auch Rechtstaste. Ja. Das würde ich jetzt auch sagen. Hey, ich habe das wirklich schon oft gemacht gegen dich. Weil du dann immer denkst, dass ich nichts habe. Ja, same. So! Oh mein Gott, jetzt wird's. Warte mal. Oh mein Gott, ist das schlecht. Oh mein Gott, ist das schlecht. Hey, komm. Ja! Weil du nichts machen kannst. Ich hab nur Bricks. Also literally nur Bricks in der Hand. Ich hätte nicht mal eine Normal sammeln. Okay. Das ist nicht so ein strategisches Zurückhalten mit den Normal Summons. Ich hab keine. Ich würde auch wenigstens Betrinitix zerstören. Ja, Digga, ey, komm. Ja, was soll ich sagen? Ah, Digga. Ja, aber I mean, es ist nur 2-8. Also es ist natürlich am Ende jetzt schon kritisch, so der Lebenspunktezustand bei mir. Alter, schon, oh, 2-4 nur nach, oi, 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 oi. Das ist wie Anime-Duelle laufen würden, wenn es nicht gescriptet wäre. Ja, halt wirklich, ey. Warte, vielleicht habe ich eine Option. Ja, ich hab eine, oh, ja, oh, ich kann spielen, ich aktiviere Ritualheiligtum. Oh, genau darauf habe ich gewartet. Oh no. Nein. Nein. Das kannst du mir nicht antun. Herrliches Urteil! Ich meine, er hat so viele Lebenspunkte, hast du eh nicht mehr, also. Ja, also das tut mir nicht mehr weh. Der Mann sagt nein! Ey, ich habe extra mit dem MSC darauf gewartet, weil das einfach die beste Karte in deinem Deck, ne? Ja, und die nutze ich jetzt auch, warte. Achso, Effekt aktivieren, nicht aktivieren. Ich werfe sie ab! Jetzt discarde ich. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich discarde. Ah, bereue ich das? Ja, selbst wenn ich es bereue, ist mir egal. Polymerisation ab. Mhm. Und adde mir selbstverständlich hier. Warte. Ja, okay, das geht sogar. Adde mir natürlich mein Ritual Beast. Und jetzt aktiviere ich Ritual Beschwörung. Und ich rufe hier mein mächtiges Monster. Cyber Angel! Keine Ahnung, wie heißt die? Dakini! Was kann die? Du kannst einen Gegner, ein Monster, das du kontrollierst, auf den Friedhof legen. Was? Falls ihr gerade beschreibt, du kannst deinen Gegner, ein Monster, das du kontrolliert, auf den Friedhof legen lassen. Aber hallo! Na. So ein Ding ist das. Das macht auch mal die. Aber ich such's mir aus, ne? Ja. Na, dann verabschiede ich mich von Burst Cinetrix. Und jetzt, mein Lieber, ist es Zeit für meine Battle of Faces! Attacke! Zerstöre Sparkman! Ah, ich habe auch eine Konterfalle. Okay. Fair. Ich würde sagen, dann gehen wir in die Endphase. Das Blatt hat sich gedreht. Boah, ich weiß nicht. Will ich jetzt adden? Das ist halt echt eine Frage. Wie viele Sterne haben die anderen? 6. Boah, das kann jetzt so der Spielfehler werden, ne? Mhm. Weil der Ritual Spell kann protecten. Mhm. Ja, aber dann habe ich nächstens so keinen Play. Ja, komm, wir gehen rein hier. Wir versuchen ein Follow-up zu generieren. Also, wir haben ein Follow-up damit, aber es kann halt jetzt nicht jetzt böse ausgehen hier. Da bin ich mal gespannt, ob es das wird. Okay. Ich aktiviere. Nein. Monster-Reanimation. Okay, das ist. Oh, was? Ah, okay. Oh, danke. Du hättest einfach meinen 1-9er beschwören können. Ja, mit dem kann ich nicht so viel. Doch, mit dem kann ich. Kann ich als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschworen werden. Oh, lol! Ich habe auf die beste Karte abgeworfen. Ja. Und jetzt aktiviere ich Fusion. Oh no. Warte, was ist das? Hä, was ist das überhaupt? Hä, warte. Ach nee, du spielst. Das ist Manga Jaden. Ja, ich shit. Ich hab Elementar Help The Shining. Was? Warte, was kann er nochmal? Hey, 3 für jedes Verbande, wenn die durch Kampf zerstört, kannst du 2 dann. Okay, aber die bringt ja nichts, die ist schwächer. Noch ist er schwächer, nein. Aber ich habe meinen Feldzauber Wolkenkratzer. Das ist legit lustig. Oh mein Gott, das ist ja richtig schlecht für mich. Warte, das ist nur, wenn du angreifst, ne?
Ja. Ich weiß nicht, wie ich dich hops nehmen soll. Mit der einen Karte oder mit der anderen Karte? Oh nein, das gefällt mir gar nicht. Ich kann nicht mit beiden Karten hops nehmen. Ich greife an mit deiner Elemental Shining. Ich aktiviere meine mächtige Zauberkarte! Defusion! Oh nein. Und jetzt defusionieren wir dein Shining. Oh nein, du weißt gar nicht, wie gut das ist. Was? Nein! Nein! Also wie gut das für dich ist. Achso, okay, danke. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Oh mein Gott, jetzt haben wir hier die Power. Es geht weiter, wir aktivieren unser Heiligtum. Nein. Und werfen natürlich hier eine weitere Karte. Und können uns jetzt... was macht der nochmal? Das ist einfach voreiliges Begräbnis für Ritual. Ja, das ist so krank, falls diese Karte... Boah, ich weiß gar nicht, ob ich benden will oder den anderen. Ist gar nicht so leicht. Ich glaube, wir machen... Wir nehmen ihn. So, mein Lieber, und es geht weiter. Ritual summon! Und wir rufen sie. Ich hatte gesagt, wir haben ein Follow-up. Inferno-Hammer. Beschwöre ihn da, Effekto. Warte, du kannst ein Ritualzauber von deinem Deck oder Friedhof hinzufügen. Natürlich nehmen wir von uns an Deck. Und adden uns die hier. Und jetzt geht's rein da. Battle of Ace, Angriff. Ja. Alter, diese Karte nervt, die verdeckt ist. Mein Phase 2. Dann setzen wir noch eine Karte. Und dann geben wir unseren Zug ab. LOL. Das ist ja nicht on summon. Ich kann jederzeit mir was adden? Ja. Wie bastet. Alter, bin ich ja. Ja, die ist komplett krank. Bin ich ja voll im Plus hier. Du spielst ja hoffentlich kein Raigeki oder so. Nee. Leider nicht. Oh, Junge, den hätte ich gerade gebraucht. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ey, Junge. Warum? Junge, als du Manga Jaden gespielt hast, hattest du die ganzen Stratos, Shadow Mist. Warum habe ich Bursillatrix und Sparkman? Oh, was hast du denn gezogen? Maskenwechsel? Ja. Oh nein. So. Wir machen jetzt hier keine langen Faxen. Wir gehen in die Battle Phase. Attacke. Ja. Und Attacke. Holy. Wie immer in alter Tradition, natürlich müssen wir den nächsten Charakter für nächste Woche auswählen. Und ich möchte ja nicht Angst machen, aber ich habe noch ziemlich starke Leute hier auf dem Ding. Ich würde sagen, genauso. Let's go! Und... Oh! Auf den Charakter habe ich mich lange gefreut. Asta Phoenix. Oh nein, oh, das wird schwer. Da haben wir auf jeden Fall einen der besten Charaktere überhaupt, Asta Phoenix. Und ich bin gespannt, ich habe auf jeden Fall sehr Bock, hier mit den Schicksalshelden gewinnen zu wollen. Ob ich diese Woche gewonnen habe, das könnt ihr nur erfahren, wenn ihr rübergeht, wie gesagt, zu CK, auch in der Endcard verlinkt. Und mir bleibt nichts anderes übrig, all zusammen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.